0 plus 0 gleich 3 dB. Schauen wir uns an, was beim Rechnen mit Pegeln zu beachten ist. Bevor wir anfangen, mit Pegeln zu rechnen, müssen wir uns noch einmal vergegenwärtigen, was denn überhaupt ein Pegel ist. Ein Pegel, müssen wir uns erinnern, ist letzten Endes eine erfundene oder künstliche Größe, die sich aus dem Verhältnis zweier physikalischer Größen, hier zum Beispiel der Schalldruck, das heißt zum Beispiel der gemessene Schalldruck P im Verhältnis zum Bezugswert des Schalldrucks P0, einer anschließenden Logarithmisierung und der Multiplikation mit 20 ergibt. Das gilt jetzt hier für Feldgrößen. Bei Energiegrößen sieht es etwas anders aus. Das heißt, wenn ich mit Pegeln rechnen möchte, dann kann ich das nicht direkt tun mit dem Schalldruckpegel zum Beispiel, sondern ich muss da zunächst wieder zurück zu meinen physikalischen Größen. Schauen wir uns das für die Pegeladdition an. Wie funktioniert jetzt das Umkehren? Das heißt, ich muss letzten Endes zunächst die ganze mathematische Kette rückwärts schreiten, das heißt meinen Pegel durch 10 dividieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Umkehr des Logarithmus. Das heißt, 10 hoch x ist die Umkehrfunktion dazu. Dann habe ich meine ursprüngliche physikalische Größe, wenn auch in diesem Verhältniswert, aber das ist nicht weiter schlimm, vorliegen und kann meine eigentliche mathematische Operation durchführen, zum Beispiel die Addition. Damit ich anschließend wieder auf einen Pegel kommen kann, muss ich nun wieder den Logarithmus einbauen und den zehnfachen Wert dazu bilden. Erst dann erhalte ich den Summenpegel oder den Gesamtschalldruckpegel. Das gleiche Prinzip gilt letzten Endes auch für die Subtraktion von Pegeln. Schauen wir uns das an. Die Umkehr, also dividiert durch 10, 10 hoch x, Subtraktion, Logarithmus 10 mal und ich erhalte meinen Differenzschalldruck. Pegelung als Mittelwert, Mittelung von Pegeln, auch hier wieder das gleiche Prinzip. Pegel dividiert durch 10, 10 hoch x, die Summe bilden, anschließend Division durch 2, Logarithmus bilden, mit 10 multiplizieren, erhalte ich den Mittelungspegel. Das gleiche funktioniert natürlich auch in allgemeiner Schreibweise für n Schalldruckpegel, indem ich das entsprechend umforme. Zwei Beispiele dazu. Was ist jetzt mit unserer Rechnung 0 plus 0 gleich? Schauen wir es uns an. 10 hoch 0,1 mal 0 ist 0. Das heißt 1 plus 1, den Logarithmus von 2 bilden, mit 10 multiplizieren und ich erhalte tatsächlich einen Summenpegel von 3 dB. Das ist eine wichtige Stelle, denn ich kann allgemein sagen, bei der Verdoppelung eines Schalldruckpegels oder eines anderen Pegels addiere ich immer 3 dB zum Wert hinzu. Schauen wir es uns an, ob es auch allgemein gilt für andere Pegel außer 0. Ich addiere zwei Pegel, 60 dB plus 60 dB und ich erhalte als Summenpegel 63 dB. Noch ein Beispiel, ich addiere zwei Pegel, die relativ weit auseinander liegen, 60 dB plus 50 dB und ich sehe, dass als Ergebnis, als Summenpegel nur 0,4 dB dazukommen. Allgemein kann man sagen, wenn zwei Pegel so weit auseinander liegen, 10 Dezibel oder noch mehr, dann hat der kleinere Pegel kaum einen Einfluss auf den sich ergebenden Summenpegel.